Alter, bleib doch mal ruhig, ich wollte nur mal einen Schluck trinken. Ja, finde und töte es. Womit, Alter? Mit dem Finger oder was? So viel dazu, Alter. Meine Fresse, ey. Das hier ist halt einfach ganz, Alter. Junge, Junge. Genau dann musst du nachladen, oder was? Junge, Junge. Was war's? Weiß nicht, was er hat, Alter. Er geht einfach kaputt. Junge, ich liege am Boden, du Pfeife! Ich weiß noch niemals warum! Diese Spinne finden, Alter. Weißt du, er hockt da in seinem Boot, Alter, macht Däumchen am Drehen. Muss die Spinne finden, Alter. Muss man meine Mollys einsetzen, glaube ich. Habe ich nicht noch Mollys? Würde vielleicht mal Sinn machen. Kasten finden, um den Kran einzuschalten. Verstanden, Ed. Geht klar. Ein Molly, Alter. Hammer. Was ist denn los mit dir, Alter? Ja, na klar. Das wird doch nicht das Einzige gewesen sein. Zwei Schuss, Alter. Out of Moon bin ich. Out of Moon. Schotti, das war's. 11 Schuss. Ja. Mollys hätte ich gebraucht. Ein Molly reicht, Alter. Das ganze Ding hinweg. Das war's oder was? Das haben wir aber genau ausgerechnet hier. So funktioniert, na sicher. Kann man auch in Apokalypse noch in irgendeinen Aufzug steigen? Ja. Sam, alles in Ordnung? Sam, bitte kommen. Mir geht's gut, Ed. Dem Aufzug allerdings nicht. Solange bei dir alles in Ordnung ist, du musst den Lüftungseingang finden. Dann den Schacht zu mir hochklettern. Ja, na klar. In Ordnung.
Ja, na klar, müssen wir das. So stark. Alles. Das kann ich brauchen. Wow, 10 Schuss Brandmoon. Okay. Do it. Do it again. Das gefällt mir gar nicht hier. Alto Belli. Gut. Das war's. Das war's. Brennt mal schon mal alle da in dem Feuer, das ist schon mal gut. Oh, ich sehe es noch nicht mal. Schlagen soll ich. Du bist ja ein Witzknicker, Alter. Junge, Junge. Ja, du siehst noch niemals irgendwas, weil kein Licht funktioniert. Nützlich sein. Ja, könnte. Großartig, du bist rausgekommen. Fast am Ausgang. Gerade links durch den Schacht. Dann hol ich dich ab. Geradewegs durch den Schacht, Alter. Dein Ernst? Okay, der hält. Ich hab halt keine Moon. Ja, geh doch durch! Was?
Ja, lauf! Pfeife, Alter! Ehrlich, ich hatte mir das leichter vorgestellt. Ich auch. Er hätte sich das leichter vorgestellt. Ich hasse diese Scheiße. Ich denke nicht einmal ihre Mamas mögen sie. Trotzdem haben wir es geschafft. Wir sind doch fast aus dem Tunnel raus. Also Glückwunsch, würde ich sagen. Vielen Dank. Verdammt! Dieser Anzug stinkt wie die Hölle. Da hast du recht. Und jetzt, Ed? Wird wohl Zeit, Tom anzurufen. Ja. Tom, Sam hier. Wir haben die Brennstäbe und kommen jetzt zum Dach. Oh, tolle Neuigkeiten. Wir bereiten die Verladung vor. Wann kommt ihr hier an? So in einer Stunde. So in einer Stunde. Gut, wir warten dann hier auf euch. Tom, Ende. Ja, ja. Los geht. In Ordnung. Dann mit Volldampf voraus. Ja, gib Gas. Ich hab nur noch 20 Sekunden auf der Filteruhr, Alter. Ja, jetzt ganz schwer gehabt. Ja, ja. Die ganze Zeit im Boot gepimmelt, einmal den Kran bedient. Fürs Protokoll. Ich verstehe durchaus, warum die Leute Tom folgen. Ja, das tue ich. Sein hat er sich aber rausgeputzt, ne? Bei der Zivilisation ist natürlich Unfug, aber ich kann nicht einmal behaupten, dass ich ihn hassen würde. Klim hingegen mit seinen Gräueltaten. Allerdings hat Klim nicht das Sagen, sondern Tom. Und wäre er der Erlöser und Buddha in einer Person, ich würde ihm trotzdem nie zustimmen. Semyonov! Noch immer am Tor? Das gibt's ja gar nicht. Ja, Captain, ich bin's. Na, in dem Fall, mach schon auf. Jawohl, Captain, ich mache auf. Ich bin wirklich froh, Sie wiederzusehen, Captain. Ich auch. Ich auch. Sam, bevor wir ankommen, möchte ich, dass du mir zuhörst. Du bist ein guter Mann. Ehrlich, freundlich. Daher möchte ich offen sein. Ich kann Tom das U-Boot nicht überlassen. Das geht einfach nicht. Ich hab dir schon gesagt, wie groß dieses Risiko ist. Daher wiederhole ich mich nicht, du weißt es. Ich hätte es schon längst aufs Meer rausfahren und dort versenken sollen. Aber ich konnte es einfach nicht. Es wäre wie ein Mord an meiner unsterblichen Seele. Das Boot trifft keine Schuld. Es hat uns gedient und uns all die Jahre am Leben gehalten. Aber jetzt habe ich keine Wahl. In einem der Brennstäbe steckt Sprengstoff. Für den Fall, dass wir erwischt werden sollten. Dies ist der Zünder dafür. Mich werden sie durchsuchen, aber dich? Du bist Toms bester Kumpel, sein Unterhändler. Also, drück einfach den Knopf, wenn ich dir das Signal gebe. Keine Sorge, es wird nichts verstrahlt. Nee, natürlich nicht. Aber also, kein Mistkerl wird mein Boot jemals mehr für irgendwas nutzen. Nichts wird verstrahlt. Wenn dieses Ding hochgeht. Mir ist klar, dass du damit deine Fahrkarte nach Hause verlierst. Aber ich kenne dich wohl gut genug, Sam. Und glaube, du bist nicht dazu bereit, Toms Preis zu zahlen. Sollte ich doch falsch liegen, dann wirf das Ding einfach weg und das war's. Ich bitte dich lediglich, denk drüber nach. Okay? Ansonsten kann ich mich auf niemanden verlassen. Danke für dein Vertrauen, Ed. Ich werde dich nicht enttäuschen. Was? Ich hätte schon gern die Wahl gehabt. Kann ich klagen? Lebe noch! Ja, das sehe ich. Ich hoffe, Sie können sich mit Tom einigen. Immerhin ist er gar nicht so übel. Ja! Also gut, wir sprechen mit Tom. Bis dann! Viel Glück, Kamerad Captain! Kamerad Captain? Tja, Sam.
Ich hoffe, du triffst die richtige Entscheidung. Echt komplett out of moon hier. Kamerad Captain, bitte erlauben Sie. Hey. Wer befähigt dich, Junge? Was ist los mit dir? Der sieht ja vernebelt aus. Nicht so schnell! Erst ihre Waffe und die Taschen leeren! Was zum Teufel geht hier vor? Aufhören! Wie ich sehe, hast du neue Leute. Ja, Captain. Tut mir leid, Kamerad Captain. Freut mich, Sie zu sehen. Ich auch, Junge. Tut mir sehr leid, aber die Waffen müssen Sie abgeben. Ich muss sie auch durchsuchen. Schon in Ordnung. Das verstehe ich. Wie geht es dir? Schon verheiratet? Noch nicht, Kamerad Captain. Keine Zeit dafür. Zu beschäftigen. Das machst du gut, Vitya. Keine Zeit dafür. Ich wusste immer, dass du es weit bringst. Den müssen wir auch durchsuchen. Nicht nötig. Sam gehört zu uns. Schön, dass du hier bist, Sam. Tja, Hallöchen, Captain. Wie lange ist es her? Hallöchen zurück, Tom. Hallöchen. Nicht lange genug, denke ich. Wirklich? Andererseits, stimmt vielleicht. Noch ein Jahr da draußen mit frischer Luft und so hätte dich vielleicht überzeugt, das U-Boot unter meiner Flagge zu fahren. Frische Luft? Ich fand es da draußen immer recht stickig. Vielleicht ein Herzproblem? In deinem Alter, weißt du? Ah, nein. Lag eher daran, dass du immer da warst. Mir wird es auch besser gehen, wenn ich in See steche und von dir weg bin. Was ist da draußen los? Ja. Clem. Achtung, alle Mann an Bord. Ihr seid komplett umstellt. Gebt auf und kommt mit erhobenen Händen raus. Was hat das zu bedeuten? Es bedeutet, dass ich dir einen Schritt voraus bin. Meinst du etwa, ich wusste nicht, dass du mich loswerden wolltest? Sehe ich etwa blind aus oder dumm? Nein, im Moment siehst du wie ein tollwütiger Hund aus, der abgeknallt werden muss. Tom, ich hatte mal Respekt vor dir, aber hör dich doch an. Die wahre, leuchtende Stadt auf einem Hügel. Wir müssen es nicht einsetzen, Schwachsinn. Du willst die ganze Welt mit einer Atomwaffe bedrohen und trotzdem sauber davonkommen? Das wird nichts. Einen Scheiß werden sie sich dafür interessieren, wenn du nicht wenigstens einmal schießt. Ich hingegen hab schon mehrere Ziele im Sinn. Du hinterhältiger Schwanzlutscher! Was? Ich sag's ungern, aber ich hab's gesagt. Ich gebe ungern zu, dass du recht hast. Was hältst du davon, dass wir unsere Differenzen beilegen, bis das Problem gelöst ist? Waffenruhe? Waffenruhe. Gut, dann gehört das Boot dir. Kannst du in See stechen? Erst wenn das Tor vom Dock offen ist. Der Steuerraum ist jetzt definitiv in Klims Händen. Also hängen wir fest. Wie viele Männer haben wir? Kaum genug, sie in Schach zu halten. Und auch nur, bis uns die Munition ausgeht. Sie sind Dutzende. Nur klar, wer es erledigen muss, ne?
Tom, ich habe einen Plan. Du lenkst sie ab, während ich mich rausschleiche und das Tor öffne. Ganz alleine? Da sie viele sind, haben wir nur eine Chance, wenn das unbemerkt bleibt. Ah, du hast recht. Doch wir brauchen ein Ablenkungsmanöver, damit du dich rausschleichen kannst. Kriegen wir das hin? Ja, Boss. Dann los, bevor alles noch schlimmer wird. Sam, wir lenken sie ab, aber sei vorsichtig. Sam, warte auf unser Signal. Verstanden. Viel Glück, Soldat. Danke. Viel Glück. Unternehmt nichts und ergebt euch sofort. Euer Überfall ist gescheitert. Wir haben das U-Boot und werden alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um die Ordnung wiederherzustellen. Alle. Rebellen? Rebellen? Also hältst du dich schon für einen rechtmäßigen Herrscher? Achtung, Leute. Jeder, der euch vom Ausführen der Befehle abhalten will, jeder, der auch nur einen Finger gegen euch erhebt oder euch blöd anguckt, wird erschossen. Ohne Gnade. Widerstand ist nicht erlaubt. Jeglicher Widerstand wird mit tödlicher Gewalt beantwortet. Okay, Attacke. Ja, Junge, du musst mich schon durchlassen, wenn ich irgendwas hier für euch machen soll. So, wo soll man hin? Andere Seite. Ernsthaft, Alter. Nimm einfach die Sniper, ey. Alter, du kannst den nicht. Nee, ich kann gar nicht jürgen. Jo. So ein Action hier. Hat er nicht irgendwas davon gesagt, wir sollen das sneaky machen? Alter, was ist denn los hier?
ein Endlos-Spawn hier. Kommen wir gar nicht weiter, Alter. Keine Ahnung, was die von mir wollen, Alter. Ich komme nicht so lang. Banane, Alter. Du sprengst auch das Boot, Alter. Ja, dann lenk die doch mal ab und sag mir, wo ich lang gehen kann, du Fickkopf, Alter. Kommst halt hier nicht so lang. Junge, Junge, ey. Will ich eskalieren bei sowas? Da ist der Schweinehund, Alter. Er will sie ablenken, ey. Meine Güte. Da ist der Schweinehund. Easy peasy. Gut, wenn du dort das Licht ausschaltest, wirst du es in den Kasernen viel leichter haben.